Skellige habe ich noch nicht, Bruder. Ob ich dieses Harry Potter Game zocken werde? Yes. Ich bin tatsächlich sogar nächsten Monat im Januar bin ich eingeladen. Eingeladen zum exklusiven Anzocken. Da bin ich sehr, sehr hyped drauf. Bin ultra gespannt auf das Game. Ich habe trotzdem immer noch ziemlich Schiss. Ich glaube, das Game kann auch extrem reinjoken. Ey, die hat den scheiß Likör nicht. Es ist einfach unerträglich, Dicker. Unerträglich. Weißgarten gibt's viel, Alk. Also. Guter Call. Weltkarte. Dreieck. By the way, Chat, das ist übrigens nicht alles, ne? Es gibt noch Wählen. Beziehungsweise Wählen ist... Ah, ja. Skellige gibt's noch. Dann gibt es noch das DSC. Und Weißgarten haben wir ja auch noch auf Deutsche. Da sind wir ja schon fertig. Wo sind denn hier die Schankwirte, Chat? Wo sind denn die Schankwirte? Hier? Ja, oder? Also, was soll's sein? Ich brauche eine Pause. Du bist eine Beleidigung für die Würde des ewigen Feuers. Nicht schon wieder Kopfweh. Was willst du von mir? Und Aberglaube, mir juckt was. Immer willst das du mal kratzen? Guter Mann. Ich bin doch alle. Die spinnen doch alle. Geralt und Yennefer waren wieder vereint und Geralt war zufrieden. Doch der Hexer erfuhr, dass sein einstiges Mündel, Cirilla, von ihrer langen Reise zurückgekehrt war. Und nicht nur das, sie war in Gefahr. Geralt musste Cirilla finden, auf kaiserlichen Befehl und auf Geheiß Yennefers. Oh, die Musik hier, wunderschön. Bruder, was macht der Typ? Also haben die Leute einen Hexer, der auf der Jagd war, geschnappt und verkehrt. Hier ist jetzt nicht wirklich kein Tank, kein Schenkwirt. Och, manche. Der Hexer hatte damit nichts zu tun. Was haben die Leute getan? Meditieren? Greifen fliegen nicht, wenn's regnet. Was? Die wilde Jagd ist stets ein Vorbote des Krieges. Ja? Vorsicht. Der ist hier nicht mehr, Chat. Ich glaube, das ist einer von den Orten, wo der Schankwirt stirbt. Ja, der ist hier nicht mehr. Der ist weg. Ich glaube, auch eine von denen, ich glaube, die erste Schankwirtin, ich glaube, die kann auch sterben und die Karten sind weg. Rip Trophy? Ich habe die Karten doch, Arada Nolski. Bin noch nicht von vorgestern. Ich weiß jetzt nicht, wo ein Schankwirt sein soll. Beim Baron der Händler hat immer Alk. Beim Baron der Händler. Baron, okay. Erschöpft und verwundet war Ciri im Sumpf. Bin mir sicher, dass diese Zwischensequenzen
die Ladezeit unnötig hinauszögert. So wie auch bei God of War, wenn die sich so unterhalten. Vorher spawnt das Portal nicht in der Zwischenwelt. Wie wär's? Zeig mir. Oh! Twitch! Chat! Eise! Ich kauf mir das jetzt. Ich brauche bestimmt noch öfters diese weiße Möwe. YOLO. Danke, Chat, für die Hilfe wieder. Leb wohl. Schick mein Prügel. Was? Wenn du ein Problem die hast. Damen und Geralt waren so saublau, dass mir Blut aus den Ohren kam. Was zur Hölle? Trinkst du? Oh, bist du ein verdammter Dieb? Was haben wir nochmal gebraucht? Verdammt, okay. Ich muss schon wieder aufs Klo. Unerträglich ist das. Das Grüne. Rebes. Überleg mal, wenn du dich damit gar nicht beschäftigst, woher sollst du wissen, dass du das selber craften kannst? So, war das hier richtig? Jetzt habe ich es tatsächlich vergessen. Auf dem Weg zurück an die Station. Grüne Rebes. Das Gute ist, das andere Zeug können wir uns jetzt auch alles einmal herstellen, wenn wir es mal wieder brauchen. Top. Das könnten wir uns auch herstellen, wenn wir noch dreimal Bärenfett hätten. Verbessertes Hybridenöl. Höhlentrollleber. Ey, wir haben echt schon viele Öle. Stufe, also mit 50% Chat. Das ist top. Das ist so gut. Auf der Schwierigkeit, die wir spielen. Überlegendes Konstruktöl. Albedo. Auch craften. Huge. Junge, das kracht. Ja, entweder kaufen wir uns das Bärenfett oder wir müssen ein paar Bären leider nochmal nackig machen, Chat. Also ich kann nicht aufhören, das Game zu zocken. Kannst nicht glauben, dass ich schon wieder 5 Stunden drinne bin. Es kommt mir vor wie, warum ist denn das? Ist das ein Bug, dass das Blatt noch leuchtet? Letzte Chance. Kommt mir vor wie vielleicht 2 Stunden, wenn überhaupt. Ist dieses Spiel nicht so Hammer? Also gut, gib mir die Münze. Kopf, wir müssen den Stall aus. Klogeist-Leuchtturm kam noch nicht, ne? Die wilde Jagd holt sie alle. Tatsächlich, das wusste ich gar nicht, dass das buggen kann. Einfach das. Einfach das Schild verbuggt. Dass die Aufträge wieder angezeigt werden, dass man sie einsammeln kann. Eine Alte zur anderen, sei mir ja nicht böse, ich schieb dir ein Rechen in die Möse. Hey,
Weißkopf. Was hat sie gesagt? Deine Augen sehen krank aus. Also das schneller. Diese NPCs, die haben Dämonen. Dämonen haben die Chat. Dämonen. Wahnsinn. Arme Leute. Aus dem Nichts droppen die immer solche Lines. Verrückt. Aber wirklich die beste Begegnung. Zuerst kamen die Armeen, dann die Pocken, jetzt der Hunger. Der Am besten war das mit den Zwergen. Das mit den Zwergen war wirklich das allerbeste. Wahnsinn. Was war nochmal irgendwie Blase, Balg, Brüste? Einladen zu kneten, irgendwie so. Und dann, ach, Fabian. Genau. Geil. Hammer. Eine Nachterscheinung wird tagsüber nicht auftauchen. Inventar. Öle, Mimöle. Geisteröl. 50% mehr Damage. Level up bin, hat die ganz schön Widerstand geleistet. Trotz Geisteröl 50% mehr Damage. Wahnsinn. Die hat sich immer wieder geheilt. Immer wieder geheilt mit ihren Bubels da. Sicher, dass das als Geist zählt. Ja, gefühlt habe ich gar nicht 50% mehr Damage gemacht, ne? Ihr habt recht. Ne, Geisteröl. War nur vom Gefühl. Die war wohl sehr tanky. Thank you.
hält Öl nicht nur so 20 Sekunden. Nee, Öl ist nicht mit Zeit gekoppelt, sondern mit Anwendungen. Das kann ich dir zeigen. Guck, jetzt steht da noch 4. Ich habe noch 4 Schläge. Es geht nach Hits. Wo ist denn der Eingang? Sei gegrüßt. Was willst du? Hanna aus den Wäldern ist fort. Ich habe sie sehr gut. Ja, dann können die sich nicht mehr verwandeln, ne? Und sie kommt aufteilen. Auch nicht wieder? Nein. Ich weiß, wie man Nachterscheinungen endgültig los wird. Ja, natürlich. Deine Belohnung, wie vereinbart. Vielen Dank dir, Meister Hexer. Leb wohl. Das sieht ja gruselig aus diesmal. Überhaupt nicht. Nach dem Allgott haben wir mal geschaut. Das Ding ist einfach zu, der Boden. Oh, 192 EP, gar nicht wenig. 270 Kronen auf dem Tacho. Okay, Chat. Eine machen wir noch, ja? Ein Hexerauftrag pumpt man noch. Ich würde sagen, mache ich nach der Stiefel. Also Chat, komm jetzt nicht so. Wir streamen am Freitag und wahrscheinlich sogar am Sonntag auch noch. Wie viel Spielzeit? Das steht... Unten rechts steht das. 36 Stunden. Beziehungsweise 37 Stunden. Und ich glaube, wenn man stirbt, übernimmt es das nicht. Also kannst du wahrscheinlich nochmal 2-3 Stündchen oben drauf rechnen, beziehungsweise Zwischensequenzen, neu reinladen etc. Vielleicht sogar eher 5 Stunden. Ist es wichtig, woher das Essen die ein oder andere Stunde schon gefunden. So, wo müssen wir denn überhaupt hin? Da oben hin, aha. Davon 3 Stunden Toilette. Also dieser Twitch-Chat. Einfach Lügner. Lügner und immer Behauptungen aufstellen. Unerträglich. Wieder, guter Mann. Du siehst blass aus. Ein Hexer. Probier's mal mit Zwiebeln in Öl. Was habt ihr für Probleme? Ach, gar keine. Zieh nur weiter, guter Mann. Ruhe, Gotthard. Er kann uns womöglich helfen. Die Bande von Kleinrot will das Dorf angreifen. Will sich an Bertram rächen. Wir haben nicht viel. Aber wenn du uns verteidigst, bezahlen wir dich. Wer ist Kleinrot? Sie treibt's angeblich mit Wölfen und kann einen Mann mit bloßen Händen zerreißen. Eine Bestie in Menschengestalt. Wobei manche sagen, sie sei sehr schön. Sie führt eine Bande von Deserteuren an. Richtige Halunken aus verschiedenen Armeen. Geübte Mörder und Plünderer. Und warum will die Bande sich ausgerechnet an dir rächen? Weil ich sie an die Hexenjäger verpfiffen habe. Die Hexenjäger interessieren sich für Banditen? Seit wann? Die Bande von Kleinrot hat unser Dorf terrorisiert. Niemand hat uns verteidigt. Schließlich ist Bertram zu den Jägern gegangen und hat sie um Hilfe gebeten. Die Jäger sind ihnen nach. Wir hatten einen kurzen Frieden, aber dann hat Kleinrot Wind davon gekriegt. Sie will Bertram tot sehen. Er ist erledigt, wenn du nicht hilfst. Gut, ich kümmere mich um die Banditen. Geht heim und verbarrikadiert euch. Sieh dich vor, Hexer. Die sind wirklich gefährlich. Ein Hexer. Meine Tante sagt, ich rede zu viel. Waren jetzt. Ach, scheiße. Wie hießen die Quest, Chat? Helf mir mal kurz. Wie hieß die Quest? Kleinrot. Ey, wir haben ja so viele Quests noch. Vielleicht schaffen wir die auch mal. Schwerter und Knödel. Wir müssen alles mal nach und nach pumpen. Nicht nur in der Main Story.
Kleinrot, Kleinrot. Aha, hier. Danke, Chat. Hallo, hallo! Was ist los? Ist das Dorf plötzlich verlassen? Die Feiglinge verstecken sich. Pissen sich wahrscheinlich gerade ein. Wir sind wegen Bertram hier. Liefert ihn aus, dann geschieht euch nichts. Aufmachen! Je schneller ihr ihn rausrückt, desto Bertram, besser für euch! Wir kommen dich holen. Ist wohl ein großer Klugscheißer, was? Ist wohl ein großer... Bertram, wir kommen dich holen. Passiert einfach nichts. Ich kann nichts ein machen. Hexer. Haben die Dörfler dich angeheuert? Kobi, danke für den Raid. Haben sie, um sie gegen Monster zu verteidigen und gegen Menschen, die sich wie Monster benehmen. Dafür hältst du mich also? Bist du das nicht? Finde es selbst raus, wenn du es wagst. Oder gib mir Bertram, dann geschieht sonst niemandem was. Was hat Bertram dir getan, dass du Rache willst? Ha, diese Kleinigkeit haben sie also nicht erwähnt. Dann hör zu. Er kam vor einem halben Jahr zu mir und sagte, er würde verraten, bei wem das Plündern sich lohnt. Gegen einen Teil der Beute. Aber nach einer Weile wurde der Mistkerl gierig. Er wollte mehr. Ich lehnte ab. Da hat er uns die Hexenjäger auf den Hals gehetzt. Wegen ihm habe ich die Hälfte meiner Männer verloren. Und jetzt geh beiseite, Hexer. Das ist nicht deine Sache. Wir wollen Bertram und sonst niemanden. Mein Wort darauf. Eins, Chat? Meint ihr eins? Ich meine, die wollten auch plündern, ne? Die ist auch eine Gaunerin. Die schenken sich alle nix. Die Tür triggert gut rein, ja. Du klaust auch überall. Ja, ich brauch das Hack auch. Mir ist ziemlich egal, was du sagst. Nimm deine Männer und verschwinde, sonst fließt Blut. Oh, Blut fließt auf jeden Fall. Gerade hast du dafür gesorgt, dass es noch mehr wird. The fuck? Los, auf ihn! Wir müssen ihn umzingeln. Die hat nicht geflunkert. Versuch's doch, du Bitte? Missgeburt ab! Den hast du es aber gezeigt. Ihr habt nicht erwähnt, dass sie ein Werwolf ist. Wir waren das selbst nicht ganz sicher. Aber genau dafür sind Hexer ja da, nicht wahr? Zum Monster töten. Problem ist, Blush, dass Igni nicht immer den Gegner anzündet. Das hier hast du dir verdient. Einfach, 10 Kronen? Ich halt's nicht aus. 10 Kronen! Wahnsinn. 10 Kronen. Das kannst du dir nicht ausdenken. Bei einer 15er-Quest. Das ist ja... Das haben die nur gemacht für den Meme. Oder dann wollen die einen so signalisieren, ey, die sind arm.
Ja, Bombe und danach Igni. Aber es geht ja auch, der Gegner brennt schon und dann die Bombe drauf. Am besten wäre, wenn er gesagt hätte, gibt nicht alles auf einmal raus. Ja, das wäre dann der maximale Disrespect gewesen. Immerhin 40 Erfahrungspunkte, ja. Jaco W., danke noch für den frischen Prime. Und Dennis D. gönnt sich mal wieder 7 Monate Resub. Besser ist es. Diese Katzenaugen her? Bei eBay ersteigert. So. Werwolf-Mutagen. Nachterscheinungsabsud. Geralts maximale Vitalität wird durch jeden getöteten Gegner erhöht. Die Erhöhung hält an, bis Geralt meditiert oder eine Schnellreise unternimmt. Einfach keine Pusteblume. Keine Pusteblume auf Tasche. Ja, das war ja nicht die Quest, die war random. Random haben wir die hier gerade. Das war einfach nur ein Ausrufezeichen-Chat. Das war tatsächlich gar kein Hexerauftrag. Bei Hexeraufträgen kann man davor immer verhandeln. Die funktionieren immer gleich. Also man geht zum Questgeber, verhandelt erstmal. Ja. Und dann geht erst die Mission los. Tatsächlich. Ich glaube, dir kann man trauen. Halt auch wieder was wert beim Verkaufen, ne? Und ein Wasserweib-Mutagen, zeig mal her. Das müsste ein rotes sein. Ups, das wollte ich tatsächlich gar nicht. Werwolf-Mutagen, Wasserperl. Ach so, ah ja, okay. Ja, wir brauchen leider 2 kleine rote, die wir dann zusammen schaffen können. Dass wir da erst so wenige haben, ist eine Frechheit. Habe ich noch Handschuhe bekommen? Ne, hab ich nicht. Habe ich noch Bock, das hier vorbeizuschauen. Oh, das geht ja wieder nicht. Oh, das wäre so geil, wenn man wirklich einfach
von da, wo man ist, einfach schnell reisen könnte. Dafür gibt es einen Mod. Ja, aber auf der anderen Seite nimmt es wahrscheinlich auch irgendwie Spielfluss raus, so. Es hat schon seinen Charme, auch durch die Welt dann immer zu dackeln und zu den, zu den Schildern zu latschen. Gehört halt zum Spiel dazu. Das ist ja kein Weltuntergang. Ohne Minimap und ohne Schnellreiseoption, da würde man ja so weit immer laufen müssen, das wäre auch nicht gut. Das würde wieder den Spielfluss stark abbremsen. Streitlustig, wie? Oder ist sie verwirrt? Ich weiß nicht, was sie machen soll. Also ich finde, Witcher hat sogar mehr als nur leicht verbesserte Grafik dazu bekommen. Die Grafik ist wirklich sehr viel besser in meinen Augen. Wert der Verdienst. Wieder kein Upgrade. Aber immer knapp. Immer knapp. Knapp, knapp. Ich meine, das gibt auch wieder. Das ist auch wieder eine Reliktwaffe. Gibt auch wieder ordentlich Moneten. Ich weiß nicht, Chat, warum ihr immer so extrem fixiert seid auf diese Hexer-Ausrüstung und Waffen. Sind die etwa so stark? Ich meine, die Fähigkeiten davon aktivieren sich doch sowieso erst mit Großmeister. So exorbitant besser kann das ja gar nicht sein. Außerdem ist ja Level-Cap immer. Wir spielen die DLCs logischerweise nach der Reihe, Dark Beat. Macht ja sonst nicht so Sinn, ne? Ja, okay. Dass es geil aussieht, das sehe ich ein, Chat. Das sehe ich ein. War hier nicht mal ein Gegner eigentlich? Thank you.
Muss ich da jetzt drinne glitschen? Man kann halt nicht springen im Kampf. Da ist es doch mal wieder ein kleines rotes Mutagen. Ein Basilisten-Mutagen, schön und gut, aber ich hätte gern ein Katagan. Aber nehme ich auch. Klinge von Tier Tochea. Wie krass unser Damage geworden ist. Wenn ich jetzt noch die verbesserte Crit-Chance habe und so, dann kracht's richtig. Oh, ein Tausender ist das Ding wert. Ein Tausender. Ich würde sogar sagen, die Waffe ist besser. Die hat zwar 15 weniger Grundschaden, aber 5% kritische Trefferchance, Chance auf Bluten und kritischer Trefferbonus. Und ist halt wieder ein schönes Schwert für die Finisher. Nein, muss doch mal grün rein, weil was können wir. Hey, Lama-Bär. Wasser-Vibe-Absud kann ich noch nicht craften. Ah ne, das ist Waldschrat. Wasserweib, da. Bei maximaler Vitalität wird der bewirkte Schaden erhöht. Das ist von den beiden Wasserweibern, die wir gerade getötet haben, richtig? Okay, das ist tatsächlich jetzt der erste gute, richtige Trank, den wir auch mal benutzen können. Meditieren, dass sich alles auffüllt. Timmeboy, danke für die Props auch. Grüße. Kann man schon sagen, ja. Ich bin ein sehr, sehr stabiler Virality-Streamer geworden. Kann sich die irgendwie markieren, dass man die immer schnell findet? Hälfte der Vergiftung ist direkt voll. Bleibt die dann oder geht die auch zurück? Ein Sturm, verdammt. Die bleibt, oder? Weil der Trank so lange wirkt auch. So, dann muss ich immer hier Rüstung. Oh ja, der Schaden ist merkbar. Okay, wenn wir aber die Dinger benutzen wollen, dann müssen wir jetzt Punkte reinskillen in den grünen Baum. Das, nee, den nächsten Perk-Slot kriegen wir halt erst mit Stufe 18. Ich könnte das mit diesem Gegner kontrollieren wegmachen, weil es irgendwie ja sowieso nicht so richtig funktioniert gerade. Da muss man halt auch immer gucken, dass man im Fight auch full life ist, ne? Deshalb... Okay, das können wir jetzt hier wegmachen, bupp. Deshalb dann immer Schild aufrechterhalten. Wenn du Gourmet nicht hast, das ist ein DLC-Perk. Das ist ein DLC 1. Du musst DLC 1 besitzen.
Deshalb findest du das Perk nicht, mein Lieber. Weil es im Grundspiel noch nicht da war. Komm schon, Plätze. Und seht ihr, Chat, diese absurde, die richtig starken Tränke, das seht ihr jetzt links in der Waffleiste, wie wenig erst von der Laufzeit abgelaufen ist. Die gehen halt ewig. Schneller. Die gehen einfach eine halbe Stunde. Absolut geil. Wenn man halt die Vergiftung, Laufplätze, Resistenz stark erhöht, über den grünen Talentbaum kann man sich auch 2-3 von denen reinprügeln. Und dann fängt's an, richtig zu krachen mit dem Damage-Output, wenn man die halt gut kombiniert, ne? Also auch die Stärke davon dann ausspielt, sage ich jetzt mal. Ja, ich weiß, was du meinst. Im Skillbaum hat man maximale Vergiftung um 30. Ich glaube, wo haben wir es denn? Das hier? Ja. Aber man skillt als erstes das hier, glaube ich. Jedes alchemistische Rezept der Stufe 1 erhöht die maximale Toxizität um 0,5. Wenn du alle drei Stufen holst, ist es für halt Stufe 1, 2 und 3. Man hat ja so viele Pläne. Da ist dann wirklich eine ordentlich erhöhte Resistenz alleine durch die Pläne. Das ganz links noch, warte, ich schau mal. Verbraucht halt alles wieder einen Slot, ne? Du musst es ja auch aktiv ausrüsten. Erhöht den Überdosis-Schwellenwert von 50 auf 60%. Halbes noch rein. Ich hoffe, du hattest einen schönen Abend. Und morgen werden wir das ähnlich machen, Chat, so wie heute. Eine Reaction-Session vorm Stream. Bist du auch aus Temerien geflohen? Du siehst nicht gut aus. Dann haben wir unser Placement-Game und dann witchern wir wieder rein. Willkommen in Honigwab, Reisender. Was, wenn ein Halbling Hexer wird, ha? Holofernus Meiersdorf, zu deinen Diensten. Dies sind meine Söhne, Bernie, Franklin und Hugo. Bist du mit Rico Meiersdorf verwandt? Ja, mein jüngster Sohn. Leider ist er dem Familienberuf nicht treu geblieben, sucht sein Glück in der Stadt. Warum fragst du? Kennst du ihn? Wir sind uns begegnet. Aber deswegen bin ich nicht hier, sondern wegen deiner Nachricht. Es ist das Bienenphantom. Das verwüstet mir die Körbe. Was meine Belohnung betrifft... Oh nein, das ist kein Betrag, den wir aufbringen können. Honigwab wirft nicht mehr so viel ab, seit das Phantom da ist. Würdest du mit dem Preis runtergehen? Vier Kreuzer mehr. Wie du willst. Wenn du das Phantom nicht los wirst, sind wir ohnehin geliefert. Ich betrachte deine Gebühr als Investition. Also abgemacht?
Abgemacht. Geiziger Zwerg. Dir ist doch klar, dass es so etwas wie ein Bienenphantom nicht gibt. Es muss ein Monster sein, eine Erscheinung vielleicht. Haben deine Arbeiter was gesehen? Ich selbst. Ich habe die Körbe gereinigt. Da schrie einer der Landarbeiter auf, als hätte ihn ein ganzer Schwarm auf einmal gestochen. Ich lief zu ihm und fand ihn tot. Hatte er Stiche? Nein, er sah eher erfroren aus. Blaue Lippen, raureif im Haar. Und er war von toten Bienen umgeben. Ah, ich glaube, ich weiß, was das ist. Der tote Landarbeiter. Was habt ihr mit der Leiche gemacht? Klingt nach irgendwas von die der würde wilden ich Jagd. Gerne mal sehen. Zu spät. Wir haben den armen Tropf vor ein paar Tagen begraben. Wo ist das Phantom erschienen? Kann mir das jemand zeigen? Ja, ich. Komm mit mir. Hier entlang. Folge mir. Wie kommst du darauf, dass es ein Bienenphantom ist? Das ist ein Imker-Aberglaube. Wenn man mit den Bienengaben Schindluder treibt, erscheint das Phantom. Es zerstört die Körbe und tötet die Bienen, damit niemand die edlen Kreaturen für niedere Zwecke benutzen kann. Du hast deine Bienen auf die Konkurrenz gehetzt, nicht? Nein. Vater hat neulich einen Vertrag mit den Redanian geschlossen. Dann ist das Phantom aus Nilfgaard. Wie die laufen. Schneller, Jungs. Das ist der Ort. Hier hat das Phantom den Landarbeiter getötet. Vielleicht hat es Spuren hinterlassen. Was, wenn frostbedeckt. Die Kälte muss die Bienen getötet haben. Einfach Schnee. Blut, trocken und schwarz, also mehrere Wiese. Tage alt. Hier muss der Landarbeiter gestorben sein. Das Bienenphantom möchte hat wissen, große Füße, wo die Hinweise mich und es ist ganz schön schwer. Die Spur verschwindet im Wasser. Ich bezweifle, dass sich irgendwas in der Pfütze versteckt, die sie als See bezeichnen. Muss auf der anderen Seite nachsehen, ob die Spur da weitergeht. Ja, das ist sehr schade, dass manchmal das passiert, dass irgendwie, ja, er selber sich reinredet, ne? Einfach drei random Kisten. Die Runenschmied-Quest? Meinst du von DLC 1? Was konnte der denn nochmal? Ich weiß nicht mehr. Boah, das 18. Da ein Teich ohne Ertrunken. Aber die haben die Körbe nicht zerstört. Wenn ich jetzt nicht mehr Full Life bin. Dann rückt man gar nicht mehr. Oh, kleines rotes Mutagen. Ja, der Wahnsinn. Oh mein Gott. Endlich sind die Gegner so hoch, dass wir das bekommen. Ich habe nichts gesagt. Beste Leben. Pass mal auf, Chat, was jetzt passiert. Uffpasser. Uffpasser. Nein, ich erkenne den Plan dafür nicht. Hä? Hä? Ah, never mind. Ich dachte schon, das ist einfach da drunter. War schon verwirrt. Okay, jetzt haben wir drei kombiniert. Drei kombiniert zu einem. Wir haben ja hier Angriffskraft plus 20%. Oh, ist das raus. Jetzt das mittlere einsetzen. 28% Angriffskraft. 8% mehr Damage. Und wenn wir jetzt nochmal 5 kleine finden, können wir nochmal jeweils 3 hinzufügen, zusammenfügen. Dann nehmen wir das mittlere und machen daraus ein großes. Und dann haben wir 10%. Dann kriegen wir sogar 40% raus. 40%.
Das muss man halt immer hier, ne? Irgendwann hat man so viele Tränke. Jetzt muss man den hier wieder so konsumieren. Und Schild direkt anmachen. Geil. Hammergeil. Freue mich schon, wenn ich dann mehr Crit habe. Ich glaube, der Trank gibt 5 bis 10% mehr Crit-Chance. Und irgendwann kriegen wir ja wohl einen Katagan. Mutagen. Geil, geil, geil. Endlich sind die Gegner so ein hohes Level. Dass man mal gute Mutagene kriegt. Das ist ja der Wahnsinn. Gott bewahre. Halb vier. Ich will einfach nur zocken mit den Mocken. Verdammt, okay. Schon wieder so, freue mich schon wieder so auf morgen. Rein, bitte. Da komme ich nicht durch. Muss einen anderen Weg finden. Alter, gibt's hier viel Stuff. Ich nehme alles. Na, paar Alko-Chests. Ich freue mich immer richtig, wenn ich eine Alko-Chest finde. Ne? Die füllt ja immer beim Rasten alles wieder auf. Beste Leben. Auch so eine geile Mechanik. Richtige Pfeifhetzen, die spielt seine. Hier waren einige Flaschen. Einige Flaschen, Niemaschen. Morgen bodenloser Stream. Ich verspreche immer nichts, damit niemand enttäuscht ist, aber wahrscheinlich eine ähnliche Session. Aha, da unten. Alko-Hest. Ich sag Alko-Chest. Du kannst nichts dagegen tun. Gar nichts. Verschlossen. Ich habe den Schlüssel hier. Vater hat das Haus für Bernie angefangen. Aber dann ging ihm das Geld aus. Seitdem steht es halbfertig da. Prima Versteck für den Zerstörer eurer Körbe. Ich gehe rein. Ihr geht nach Hause und verriegelt die Tür. Wer weiß, was da rauskommt. Öffnen. Ah, lol, das ist ja so komisch wieder. Puh, tatsächlich. Bienenphantom. Oh, das Schwert. Verblutet. Stimmt, hat der Blutungsschaden. Was du zu bieten hast. Sicher, warum hast du denn die Armbrust in der Hand? Werf eine Bombe. Hallo, die Bombe! Nimm doch die Bombe auswählen! Junge, bist du ein nutzloser Scheißhaufen mit weißen Haaren! Unerträglich! Ja, danke, jetzt endlich mal die Bombe. Danke, Bruder. Meine Fresse, du eins. Seht ihr, wie heftig der Blutungsschaden ist? Guck mal, ich muss es gar nicht mehr machen. Der Blutungsschaden ist so stark. Und das habe ich später mit diesem Perk. Mit dem Perk hier auf jedem leichten Angriff. Das ist so stark. Da ticken starke Gegner so krass runter. Da bin ich ja so hyped drauf. Oh, noch mal ein kleines rotes Mutagen. Nehme ich mit. Seht ihr, wie gut es jetzt läuft, Chat? Wir haben noch nicht mal die richtig starken Tränke. Mimenke. Oh, diese wacken Reims wieder. Okay. Das wird so krachen. Bin hyped. Freu mich. Thank you.
Das wird jetzt hier auch wieder lecker Cash geben. Und hoffentlich eine dicke EP-Bombe. Hast du das Phantom vertrieben? Oh, erstmal Honigwaben klauen. Ah! Zack. Schluss damit. Dein Bienenphantom war ein Hund der wilden Jagd. Beim ewigen Feuer. Die wilde Jagd hat auch Hunde? Vor etwa 2 Wochen bin ich nachts plötzlich aufgewacht. Ich habe die Jagd über den Himmel ziehen sehen. Da muss sie den Hund verloren haben. Zurück konnte er nicht. Da hat er sich im leeren Haus versteckt. Es ist zwar kein Ersatz für eure Verluste, aber wenigstens zerstört der Hund jetzt keine Bienenkörbe mehr. Danke, Hexer. Es stimmt. Nichts geht über einen Spezialisten. Oh, noch ein Level up. Heute, Jungs. Gehen wir heim. Schöner kann's doch gar nicht sein. Wir müssen die Körbe wieder aufbauen, die der Hund zerstört hat. Arbeit, mehr Arbeit. Das hört nie auf. 200 Erfahrungspunkte, wir gar nicht wenig. Pilze für dich, für deine Hilfe. Und 259 Kronen. Hatte ich nicht 250 rausgehandelt? Hat er mich um eine Krone beschissen, Chat? Glaube. Genau Stufe 16. So, jetzt haben wir nochmal einen freien Mutagen-Slot. Nehme ich jetzt einfach nochmal 5% Angriff? Oder crafte ich mir mal ein paar Grüne zusammen und guck mal, was da das Maximale ist. 1, 2, 3. Na, 150 Vitalität. Aber wenn man das mit 3 Grün verbindet, dann sind das... ...600 Vitalität, oder? Haben oder nicht haben. Warum ich immer so oft meditiere, damit sich meine ganzen Sachen wieder auffüllen und die Vergiftung wieder weggeht. Weil die Vergiftung hindert mich am Healen. Wenn die über einen gewissen Schwellenwert hinaus ist, weil ich da noch nicht in die Richtung geskillt habe, dass die Schwelle höher ist. Ja komm, dann rüste ich eine rote aus. Haben wir nochmal 5% Angriff. Haben oder nicht haben. Jetzt wird's langsam, ne? Schaut euch das an. Zeichenintensität 40%, Angriffskraft 33%. Und beim nächsten Mal, also morgen, können wir dann entweder Main Story weitermachen oder wir questen noch weiter Hexeraufträge. Wir sind ja ungefähr das Level dafür. Da können wir die beiden eigentlich noch perfekt machen. Da kriegen wir halt auch dick XP dafür, weil die gleiches Level sind wie wir. Die 3 Skillpunkte. Ich habe ja keinen Slot, wo ich die einsetzen könnte. Ich habe 3 Skillpunkte. Ja, da hast du recht. Aber erst mit Stufe 18 kriege ich einen neuen Slot. Ja. Da werden wir das uns wahrscheinlich kaufen. Freitag meine ich damit. Freitag. Ja, mit dem nächsten Slot mit Stufe 18, also in 2 Leveln, werde ich das hier skillen und dann wahrscheinlich eine von den blauen gegen das hier tauschen. Und dann werde ich so viel Crit-Schaden haben. Das klingt nach einem Plan. Ja, ich bin bei der Familie Heiligabend. Essen und danach noch zu Freunden. Boah, wie viel
wie geilen Stuff wir jetzt mittlerweile haben. Geile Tränke, geile Bomben, geile Öle, geile Mutagene, gutes Level, viele geile Perks, beziehungsweise Fähigkeiten heißt er in dem Spiel. Eine frische Frisur, dick Kohle auf Tasche, 7200 Steine. Wir sind ein echter Hexter. Und beim nächsten Stream könnten wir auch mal, wenn wir wollen, die Katzenschulenrüstung mal schauen, ob wir die zusammenkriegen. Ach ja, die Toxi-Obergrenze wollten wir auch noch skillen, hast recht. Brauche ich noch ein paar mehr Erfahrungspunkte und ein paar mehr Slots. Der nächste wieder leider erst auf Stufe 22. Das hier könnte ich zur Not raustauschen, das braucht man nicht unbedingt.